Es hat mir sehr gut gefallen. Gerade die Worte, die Pater Hengsbach zum Ende gesprochen hat, seine 6 Ks, es war meine Seele aufgemacht. Also da finde ich mich wieder. Ich fühle mich sehr wohl. Also es ist ein Stückchen Heimat geworden für mich. Das entspricht meinem Lebensgefühl. Ich finde, dass es eine selten gut recherchierte Zeitung ist, sehr mutig, vielseitig. Und mir macht es auch ein bisschen Mut. Für die sehr auch für Gerechtigkeit, auch für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung eintritt, ohne die wir sicher keinen Frieden haben können in dieser Welt. Inzwischen ist es ja wieder eine sehr resignative Phase kirchenpolitisch und mich packt oft die stille Wut oder eben die tiefe Resignation. Und da reißt mich Public Forum immer mal wieder raus oder hebt mich heraus. Und ist für mich immer so eine Quelle von, ja, zu merken, ich bin nicht allein mit meiner Kritik. Sondern da finde ich ganz viel auch zum Glauben und für den modernen Glauben in unserer heutigen Gesellschaft viele Anregungen. Weil ich einfach erlebe, dass es ein ganz breites Spektrum ist, was mir auch in kurzer Zeit komprimiert gute Informationen verschafft. Es gibt kaum eine Zeitschrift, wo mich fast jede Seite interessiert. Diese Aufrichtigkeit, ne? Diese wunderbar, dass es geklappt hat und die nicht deswegen zumachen mussten. Und wo es so schade ist, die wegzuwerfen. Bei uns stapelt sich, wenn man größer die Stapel, weil andere Zeitschriften, die wirft man einfach weg, aber die kann man nicht so einfach wegwerfen. Das ist so eine tolle Zeitung. Für uns ist eigentlich Publik, also für mich sind sie die Vorreiter im Denken, die alle gesellschaftlichen, kirchlichen überhaupt Fragen, die einen denkenden Menschen, denke ich, angehen, aufgreifen, jeden zu Wort kommen lassen. Ich kriege dort Informationen, die ich sonst nicht bekomme. Ich habe sie alle von der ersten Ausgabe bis zur letzten bei mir unterm Dachboden gestapelt und hoffe, meine Kinder halten sie in Ehren. Ich habe Public Forum gelesen, seit es das überhaupt gibt. Habe später in meinem beruflichen Leben, ich bin Theologe, auch gelegentlich für Public Forum geschrieben und finde einfach die Zeitschrift ganz, ganz wichtig, heute vielleicht mehr denn je. Ich muss natürlich dazu sagen, dass mein Mann bei Publik war und dort arbeitslos wurde, weil die Zeitung ja eingestellt wurde. Als dieses Public Forum dann gegründet worden ist, war das natürlich auch für uns, also als Familie, auch eine schwierige Zeit. Du reichst mich ja rum. Du weißt ja gar nicht, die wollen mich zum Denkmal machen. Und unsere Kinder waren damals sehr enttäuscht. Kann ich ruhig mal so sagen, dass die Bischöfe den Papa sozusagen arbeitslos gemacht haben. Fanden das unerhört, konnten das nicht fassen. Ich bewundere diese Lebensleistung von Harald Pawlowski, der wirklich unter härtesten Bedingungen und hohem wirtschaftlichen Risiko dieses Ding auf den Weg gebracht hat und selber immer sehr wenig Aufhebens darum macht. Umso besser ist es, dass er heute mal wirklich auch ordentlich geehrt wird. Und ich freue mich da auch darauf, dass er jetzt ein bisschen mehr auch für mich da ist. Auch.